Ich habe immer wieder gesagt, wir sind jetzt nicht unter Zeitdruck, wir wollen den richtigen Trainer bekommen, der in unsere Philosophie reinpasst. Und Gott sei Dank haben wir uns dann mit Nenad Belica geeinigt. Ich komme mit großen Begeisterung zu Austria, will ich alles, was Austria in letzter Saison Großartiges erreicht hat, will ich fortsetzen, will ich Mannschaft weiterentwickeln, versuchen, wenn noch minimale Prozente sind, zu verbessern, will ich das machen, auszunutzen. Und immer beim Verein, wo ich gearbeitet habe, habe einiges geschafft über Arbeit, und das ist der einzige Weg, glaube ich. Hat Peter und bin voll überzeugt, dass Peter sehr hart gearbeitet hat, sehr viel gearbeitet hat, dass die Jungs das geschafft haben, was sie geschafft haben, nur über große Arbeit. Und diese Arbeit will ich fortsetzen, will ich mich als Trainer weiterentwickeln, will ich jeder einzelne Spieler weiterentwickeln, und unsere Ziele alle zusammen wollen wir erreichen. Ich möchte mich auch an dieser Stelle beim Präsidenten Riegler bedanken. Denn Nenad hatte eine Ausstiegsklausel, einen mündlichen Vertrag. Und ich habe das schon in der Vergangenheit erlebt, wie das mit mündlichen Verträgen ist. Ich habe das in einem Fall erlebt, da hat man sich doch nicht mehr erinnern können. Und da muss ich sagen, danke an Präsident Riegler, der auch eine Freundschaft zum Nenad hat und wirklich diese eingehalten hat und uns, man muss sagen, die Freigabe erteilt hat. Für mich ist eine tolle Herausforderung beim Austria Trainer zu sein. Wie Herr Paritz gesagt hat, die Verhandlungen waren nicht so dramatisch und waren nicht so schwer, weil Austria wollte mich haben, ich wollte zu Austria kommen, und von BRC-Seite hat man Verständnis für die ganze Situation gehabt, und ich will mich auch von meiner Seite bedanken bei Familie Riegler, dass sie mir entgegengekommen sind und verstanden haben, dass das für mich eine gute Chance ist und dass Austria Wien perfekte Stelle ist für Nenad und dass Nenad auch perfekte Trainer ist für Austria Wien. Der Aufsichtsrat hat diesen Deal einstimmig genehmigt. Wir haben mit ihm einen Zweijahresvertrag abgeschlossen, und ich freue mich schon auf die Zusammenarbeit, denn er hat in den letzten Jahren sehr gute Arbeit bei Wolfsberg geleistet. Die Mannschaft hat meiner Meinung nach so gespielt wie wir, mit vielleicht einer schlechteren Qualität, um die Euroleague-Teilnahme. Ich glaube und bin überzeugt, dass er sehr gut zu uns reinpasst, dass er unsere Philosophie weiterverfolgen wird. Dass Austria überhaupt an mir gekommen ist, ist für mich eine große Ehre, weil so ein Verein trainieren zu dürfen, ist für mich eine unglaubliche Sache, und ich habe zusammen mit meiner Familie, mit meinen Kindern, mit meiner Frau gesagt, okay, das ist der perfekte Verein für meine Entwicklung, ist der perfekte Verein, wo ich gut arbeiten kann, wo man mit ziemlich viel Stabilität arbeiten kann. Bei uns war immer in unserem Trainerteam die Meinung, er spielt genauso wie wir. Also wir haben einen sehr großen Respekt gehabt, und ich kann ihm da wirklich nur gratulieren. Die Rückrunde, die er mit Wolfsberg gemacht hat, ist sensationell. Und wenn er ein wenig Glück gehabt hätte, wäre er sogar in die Euroleague-Gruppenphase gekommen. Also ich bin von seiner Arbeit begeistert und glaube, dass wir mit ihm auch die Ziele, sprich Euroleague-Gruppenphase, schaffen können. Ziel von Austria sollte immer sein, in Europa zu spielen. Wir haben vor uns eine schwere Saison, wo wir versuchen werden, in Champions League-Gruppe zu kommen. Wenn wir das nicht schaffen, dann zumindest in Europa League zu kommen. Das wäre kurzfristige Ziel jetzt für nächste Monate, und langfristig, wie gesagt, Nenad Belica ist ein Trainer, der immer sich verbessern will, und ich werde versuchen, Austria zu verbessern. Dass das nicht einfach ist nach so einer Saison, das ist klar. Aber ich bin Optimist, ich bin überzeugt, dass wir, wenn wir alle in gleiche Richtung ziehen, dass wir Großartiges erreichen können. Wir werden sicher die Mannschaft verstärken, und ich kann ihm eins versichern, wir haben ja die Meistermannschaft, so wie wir in den letzten Runden gespielt haben, die ist ja beisammen geblieben. Er bekommt eine gute Mannschaft und bekommt auch einen guten Kader, denn uns ist es bewusst, und das war vielleicht ein Erfolgsgeheimnis von uns in den letzten Spielen, der Konkurrenzkampf wird hart sein. Also wenn wir das Glück haben wie in der letzten Saison, dass wir wenig verletzte Spieler haben, dann wird es wahrscheinlich bei jedem Spiel werden 6 auf der Tribüne sitzen, und das wird nicht einfach sein.
immer auf 3 Punkte zu spielen, egal gegen wem, egal auf welchem Platz, egal ob das Champions League ist oder Pokalspiel oder Freundschaftsspiel oder ein Trainingsspiel, will ich immer gewinnen. Bin so als Spieler gewesen, will ich diese Mentalität von meinen Spielern auf dem Platz sehen, will ich immer Ambition sehen, um Spiel zu gewinnen. Und wenn das fehlt, dann bin ich enttäuscht mit meiner Mannschaft. Diese Ambition muss ich als Trainer zur Mannschaft weitergeben. Also bin ziemlich ein selbstkritischer Mensch, der erst nach jedem Spiel sich selber analysiert und dann die Spieler oder die Situationen, Ergebnisse und wie ist man zu einem Ergebnis zustande gekommen. Und das ist meine Philosophie. Hart arbeiten, große Wille haben, aber auch große Glaube zu haben, um Ziele erreichen zu können.